Warum seid ihr heute hier? Weil wir nicht wollen, dass unsere Jugendclubs geschlossen werden. Seht ihr denn da eine Bedrohung? Ja, ja. Wir haben auch gerade draußen eine Rede gehalten. Und was habt ihr da erzählt? Wir haben erzählt, dass es uns empört, dass uns, der Jugend, heutzutage einfach mal die sozialen Mittel weggenommen werden und dass es schlimm ist, dass uns Jugendclubs gestrichen werden, dass das auch zu einer Verwahrlosung der Jugend führen kann und dann würde auch die Kriminalitätsrate wieder steigen. Und ich finde gerade, da wir die Jugend die Zukunft sind, wir sind ja gerade die Zukunft der Leute, die hier mitdemonstriert haben. Später dürfen wir die Rente einbringen und ich meine, ich verstehe gar nicht, was die wollen. Die geben uns kein Geld, aber wir schulden seit der Geburt dem Staat 33.000 Euro. Schulden wir den einfach mal so. Wir werden geboren, schulden den 33.000 Euro. Aber wir kriegen keinen Cent. Jedenfalls wollen wir das so. Aber wir demonstrieren gegen die Streichung oder gegen die Schließung unseres Jugendclubs. Wir wollen als Bürger beteiligt sein an einem Ausbau der Einrichtungen, der kommunalen Einrichtungen für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Bezirk. Ja, mein Name ist Alexander Schröder, ich bin Schauspieler im Theater unterm Dach. Wie viele andere Leute auch dort freiberuflich tätig, ist kein Theater mit einem festen Ensemble, aber es ist eins meiner wichtigen Standbeine in den letzten Monaten. Und im Februar wurden die Mittel ohne Ankündigung gestrichen und damit war klar, dass es kein Vorstellungshonorar geben würde. Und dieser Umstand, dass man für eine liebgewonnene Arbeit kein Geld kriegen sollte, wenn man sie aufführt, fand ich ganz ungeheuer schrecklich. Die waren das nicht einfach reingelaufen. Ich bin Iris Boss. Ich habe die Petition für den Erhalt der kulturellen Einrichtungen in Pankow, Berlin, initiiert und ich bin hier jetzt schon zur zweiten Protestveranstaltung. Die erste war am 15.02. Jetzt geht es weiter und ist wichtiger als je zuvor, weil gewisse Verwirrung herrscht, weil es auch eine Presseerklärung gab der Grünen und der SPD, in der es heißt, dass die Kultur gerettet sei und das genaue Gegenteil ist der Fall. Und deswegen sind wir hier, um zu zeigen, dass der Protest weitergeht und dass er noch verstärkt werden kann. Nach der Wiedervereinigung vollenden wir auch von der Gemeinde Treufuß die längst überfällige. Wir haben ein Problem in dieser Stadt, in diesem Land und auch in dieser Gemeinschaft mit dem Thema öffentliche Räume. Alle öffentlichen Räume werden geschlossen, obwohl genau das eigentlich die Grundvoraussetzung ist, um eine funktionierende Demokratie zu haben, dass Menschen in öffentlichen Räumen miteinander sprechen können. Und der aktuelle Prozess ist halt in Kultur, in Pankow auf die Kultur und auf das Soziale im Moment ausgedehnt. Aber es wird ja auch diese Einrichtung hier abgegeben. Also es ist einfach der Prozess, dass der Staat sich der letzten eigenen Güter entledigt, voll auf dem Weg sozusagen. Angesichts des hinter der Konsensliste 1.7 aufgenommen werden und dann. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass wir uns hier zusammengefunden haben und ein Netzwerk gebildet haben, uns untereinander kennen und auch die Lagen und Bedürfnisse der jeweilig anderen Gruppen kennenlernen. Also die Leute von den Theatern auch mal sehen, was brauchen die in den Musikschulen, die aus dem Jugend- und Sozialbereich, auch mal sehen, was brauchen die Bibliotheken, die wiederum auch begreifen, was braucht ein Kunsthaus. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage erstmal, um wirklich gemeinsam in dieser Kommune hier ein vielfältiges Leben zu bewahren. Bitte auch abstimmen. Oder gibt es eine formale Gegenrede? Diese Initiativen haben keine Lobby, traditionell keine Lobby. Das ist ein wichtiger und ich würde sogar sagen richtiger und gleichzeitig aber auch tragischer Punkt. Die Kultur wird ja heutzutage immer mehr gerne mit der Wirtschaft verglichen. Also permanent muss man sich Rechnungen vorhalten lassen, dass sich die Einrichtungen selbst tragen müssten und so weiter und so fort. Das war noch nie so. Und kulturelle Einrichtungen und Initiativen haben schon immer in Abhängigkeit gelebt
sag ich mal, von der Gesellschaft. Ich will das jetzt gar nicht politisch benennen. Und dafür haben sie der Gesellschaft Werte zurückgegeben, die aber nicht materiell sind, aber die unglaublich wichtig und essentiell sind. Drittens, welche Schritte planen Bezirk und GSE, um die dringend notwendigsten Bereiche im Bezirk noch frei entscheiden können? Und deshalb sind die... Sie reden mit gespaltener Zunge. Sie propagieren, dass Sie Gürtel abbauen wollen. Ja. Und Sie wollen letztendlich sparen, und das wissen wir ja letztendlich alle. Deshalb, wieso scheuen Sie sich davor zu sagen, dass Sie Kultur abbauen wollen? Können Sie sich vorstellen, einige leerstehende Gebäude als Stätten für das nachhaltige atomare Endlager Prenzlauer Berg zu nutzen oder abzureißen, zu betonieren und als Parkraum zu bewirtschaften? Eine strahlende Zukunft für Paco. Eine strahlende Zukunft statt Kultur. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, was sonst passieren würde, wenn diese Werte nicht mehr da wären. Das heißt jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, was diese Initiativen tun können, um Gewicht zu haben, um Einfluss zu nehmen. Sie haben keine Lobby, also müssen sie ihre eigene Lobby sein. Und was wir gerade tun, das ist eigentlich schon längst überfällig. Wir fangen jetzt an, uns einerseits zu vernetzen, das machen ja viele heutzutage, das hat aber auch noch keine Substanz an sich. Wir fangen langsam an, uns nicht mehr gegenseitig zu zerfleischen und zu bekämpfen und dem anderen das Butter vom Brot zu nehmen, um sie uns selbst aufzustreichen, sondern wir begreifen langsam, dass wir gemeinsam auftreten müssen, denn dann hat weder ein Senat noch eine Bezirksverordnetenversammlung noch ein Bürgermeister oder auch kein ganzer Staat die Möglichkeit, uns als einzelne Institutionen oder Häuser oder Theater und so weiter schön einzeln Platz zu machen, weil so ein einzelnes Haus, man hat das in Pankow am Garbati zum Beispiel gesehen vor einigen Jahren, das sind ein paar nette Leute, die furchtbar engagiert arbeiten, aber das kriegt keiner mit. Wenn wir uns aber vernetzen und gemeinsam auftreten, und damit beginnen wir gerade, ich wiederhole es nochmal, wir beginnen erst. Ja, also wir werden von uns hören lassen, wir werden auch heute das nicht als Schlusspunkt sehen, sondern als Beginn einer starken Berliner und möglicherweise vielleicht sogar deutschlandweiten neuen Bewegung. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage, Frage Nummer 5. Werden Sie ein Künstlerzentrum für erfolglose und vertriebene Künstler angeben, gegebenenfalls in oder unter dem Thälmann-Park?